So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder im American Truck Simulator unterwegs und wir haben hier bei der Firma HWS eine Fracht gleich bekommen. Wir haben ja hier bei dem letzten Video abgeladen und haben hier einen Auftrag bekommen, Reifen zu transportieren, und zwar runter nach Gillette. Wir schauen vielleicht ganz kurz auf der Karte. Wir fahren hier von Great Falls über Lewistown, runter die 87 bis Billings, über Sheridan, Gillette, außerhalb von Gillette, zu Bushnell. 10 Stunden 53. Da schauen wir, wie sich das heute ausgeht. Werden wir in einem Video nicht schaffen. Da werde ich irgendwo mal Pause machen müssen. So halbe Strecke hätte ich jetzt mal geglaubt. Billings wäre vielleicht eine ganz gute Alternative. Schauen wir mal, wie weit das wir wirklich kommen. So, auf alle Fälle, Abfahrtskontrolle habe ich gemacht. Ich bin hier am Hof gestanden die ganze Nacht über. Und ich würde sagen, wir springen hier rein in unsere Lady und machen uns auf den Weg. Mein Problem, ich habe hier keine Tankstelle in diesem Ort hier, und der Diesel geht zur Neige. Das heißt, es wird spannend. Die erste Möglichkeit zum Tanken, die müssen wir auf alle Fälle nutzen, sonst habe ich ein Problem. Und die erste Tankstelle ist nicht unbedingt jetzt gleich ums Eck. Also das wird spannend. Das wird richtig spannend. So. Der gelbe Blitz. Ja, wir sind immer noch in Montana, logischerweise. Speedlimit 45 Meilen. Okay. Ich hätte mich auch gewundert, wann das jetzt grün wird und nicht rot. Naja, gut. Na gut. So, was gibt es bei den Kollegen? Starten wir gleich richtig durch. Kollege Michi Amon, Freund Michi Amon, war unterwegs noch Casper im letzten Video. Der liebe Mike war mit Müllcontainern unterwegs, und zwar nach Butte hier in Montana, gar nicht so weit weg von mir. Ein bisschen westlicher, südwestlich hätte ich gesagt. Dann der liebe Thomas Uhl ist ebenfalls in Montana unterwegs. Müssen wir aufpassen, linke Spur. Fahren wir zum Mobbing. Und zwar seine erste Station. Darüber oder wie? Offensichtlich. So, bin gleich wieder dabei, nur dass wir da jetzt keinen Blödsinn machen. Passt. Seine erste Station war Thompson Falls. Dort hat er leere Paletten aufgenommen. Und mit denen geht es noch Ontario. Seine zwei Trucks inklusive
Trailer sind bereits verkauft. Also er hat jetzt praktisch noch zwei Trucks in seiner Firma. Ihr könnt sich erinnern, ich habe beim letzten Video darüber berichtet und schaut euch den Kanal vom Thomas an. Der macht super gute Videos. So wie alle Kollegen, jeder macht seine Videos auf seine bestimmte spezielle Art sehr gut. Und wie gesagt, zwei Trucks hat er jetzt in seiner Firma noch, wobei er seinen Pit, er fährt den Viper, den wird er jetzt ebenfalls verkaufen und sich ein neues Fahrzeug, ich glaube Vorführer, so in die Richtung, relativ jung, auf alle Fälle ein Hauber, wird er sich zulegen. Ich weiß es nicht, was es wird, es wird mich wahnsinnig interessieren, was es wird. Wiegestation, das brauche ich auch noch. Und die ist links, oder wie? Ja, man darf auf alle Fälle gespannt sein, lieber Thomas. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe das eh schon geschrieben. Ich kann schon gar nicht mehr schlafen. Also er hat ja selber im Video gesagt, schaut euch das bitte an. Er hat ja selber gesagt, es wird, halten Sie vorne auf der Waage, damit wir, wo ist denn die Waage? Leck mich. Nur Blätter könnt ihr es eh nicht machen, alter Schwede. Bin wirklich gespannt, wie gesagt, das wird ein Hauber, ein junger Hauber. Seinen W900, den behalten in der Firma. Western Star wird es nicht, der neue Western Star wird es nicht, das wissen wir schon. So, da haben wir richtig Zeit verschissen da mit dem blöden Prüfen. Da knapp, dass wir wissen, dass wir 39.000 Pfund geladen haben. So, und raus, auch wieder da, beim Loch. Fährst rein beim Loch, fährst raus aus dem Loch. Wahnsinn. So. Ja, was macht er denn, der Herr Prius? Abbremsen. Achso. Er birgt ab. Sonst ist es ruhig, was den ATS angeht. ETS ist ein bisschen besser, klar, ETS tut es einfach ein bisschen mehr. Allein schon bei uns in der ganzen, wie soll man sagen, in unserer, nennen wir es einmal, in unserem Verband. Verband der virtuellen Tracker. Genau. So. Kamera ist auch mit am Start. Ja, an dieser Stelle vielleicht noch ganz liebe Grüße an den Herrn Jan Bollemann. Der wird das Video zwar nicht sehen, das ist mir schon klar, trotzdem nachträglich nochmal alles Gute zum Geburtstag. Der hat gestern seinen Geburtstag gefeiert. Heute ist Sonntagaufnahmetag, wann ich das Video jetzt rausbringe, das kann ich nicht sagen. Da bin ich mir noch nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber jetzt hat die ruhige Zeit wieder ein Ende. Ich war ja eine Woche auf Urlaub, zwei Wochen im Krankenstand.
nachdem ich mir das Steißbein gebrochen habe. Ihr wisst es eh, die meisten, die ATS verfolgen, werden auch ETS verfolgen, da bin ich mir ziemlich sicher. Morgen am 16. starte ich wieder durch. Oh, 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 oh. Da wird es zum Schnee bleiben. Ja, ich hoffe, dass die Sitzerei im Büro gut passt. 10 Stunden am Tag im Büro sitzen ist auch kein Lerchalschass. Ja, fährt der da mit seinem Bus oder was tut der? Oder schiebt der vielleicht? Keine Ahnung, was er treibt. Wahnsinn. So, ich will jetzt grün haben. Komm. Ich muss zur Tankstelle. Also. Ich glaube, es geht sich aus, da vorne kommt eh schon die Danke. So weit ist es jetzt nicht mehr. Wir haben wirklich nur mehr Glück gehabt. Schaut gut aus. Da fahren wir mal rechts ran. Wo ist denn da die Einfahrt? Hinten oder wie? So. Leute, Leute. So, da. Passt. Ich spring raus zum Tanken. Und nach der Tankerei schalte ich euch natürlich wieder dazu. Also bis gleich. So, alle Freunde, da sind wir wieder. 240 Gallonen Diesel haben wir gedankt. 1213 Dollar. Da raschelt's im Gebälk. So, wir müssen da vorne auf alle Fälle wieder raus. Schauen wir, dass wir da nichts ruinieren. Insbesondere unsere Reifen. Schaut aber gut aus. Lewistown, da schau her. So ein moderner Truck würde mir auch irgendwo ganz gut gefallen. Western Star, weiß ich nicht. Cascadia, ein Traum. Ah, der Western Star, der schaut auch richtig schnittig aus und scharf. Der würde mir schon auch gefallen, so ist es nicht. Ich fahre jetzt dann einmal an Testweise. Nämlich wann der da zum Service geht und schauen wir das einmal an.
Aber ich glaube, ich bleibe bei meinem Freightliner, bei meinem Classic XL. Was haben wir denn da? Drake's. Lewistown. Genau, super. Wunderbar, wunderbar. Da rechts hat man einen Aussichtspunkt, den geben wir uns jetzt nicht. Das brauche ich nicht. Eine schöne Gegend, Wahnsinn. Schau dir das an. Schaut gut aus. Schaut sehr gut aus. Cool. Gefällt mir. Na, jetzt gehen wir wieder rot. Machen wir schnell einen Screenshot. Weil es eh wurscht ist. Werden wir sowieso stängern. Bevor wir dann keinen zur Verfügung haben, wenn wir das Vorschaubild, dieses Pick machen fürs Video. Ich würde euch ganz gerne ein bisschen was erzählen vom, was mir heute, ja, ich will nicht sagen, was mir passiert ist, sondern einfach das Thema, was momentan da jetzt heute aufgetaucht ist. Ich habe davor eine Nachricht gehabt von einem inzwischen doch langjährigen Zuseher und er hat mir geschrieben, ja, servus, der neue Sound vom Max ist da, vom Max 2712, das kann ja, der V8 Sound, der neue Superglas. Aber hast du Ahnung, warum das jetzt der P-Mod ist? Früher hat er es über einen Workshop verteilt, jetzt ist es der P-Mod. Ob ich da irgendeinen Hintergrund weiß, warum das so ist? Ja, und dann habe ich ihm natürlich geantwortet, eh ganz klar in der Früh, wie ich die Nachricht da gelesen habe, über Facebook, beziehungsweise über den Messenger von Facebook. Und habe ihm Folgendes geantwortet, dass es eben so ist, dass er erstens wahnsinnig viel Zeit damit verbringt, diese Aufnahmen zu machen. Das ist der eine Punkt, aber der wesentlich wichtigere und der gravierendere Punkt eigentlich ist ja der, dass damit der Max, ich spreche jetzt für den Max nur in Vertretung von allen Modern, die irgendwas produzieren, die irgendwas machen, die irgendeinen Skin machen, einen Mod selber erstellen, Maps erstellen etc. hin und her. Jeder hat damit einen Aufwand, der eine mehr, der andere weniger. Zeit verbraucht ja jeder damit, das Wesentliche ist aber das und somit ist das Ganze ja gerechtfertigt, dass der ein paar Euro kostet. Du brauchst Equipment, wie es beim Max ist, der braucht ein spezielles Equipment, damit er diese Soundfiles aufnehmen kann, diese Sounds praktisch dementsprechend einmal überhaupt auf dem Rechner bekommt und das Ganze dann zu einem wirklich tollen Sound verbastelt. Und wenn du jetzt weißt, was das Zeug alles kostet, dieses Equipment, dann ist es relativ schnell klar,
dass du irgendwann sagst, hallo Leute, wenn ihr meine Sounds haben wollt, und ihr wollt sie offensichtlich haben, dann solltet ihr das Ganze auch honorieren, indem sie ein bisschen unterstützt. Da hat er sich noch keinen Millimeter bereichert bei der Geschichte, weil das Material, dieses Equipment, das kostet einfach. Und das ist jetzt bei uns, bei den Leuten, die da YouTube machen und so weiter, nicht so kritisch. Wir kaufen natürlich auch dementsprechend Equipment. Wir brauchen einen leistungsstarken Rechner. Wir brauchen ein Mikrofon, wir brauchen ein Schneideprogramm, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen alles Mögliche. Aber jetzt kann ich immer nur sagen, okay, gut, das hätte ich mir... Alter! So bocken! Also das ist alles, das fällt alles unter Hoppe, aber wenn du was zur Verfügung stößt, so wie es der Max macht, in dieser hohen Qualität, wie es der Max macht, aber das ist, wie gesagt, nicht nur der Max, das nehme ich nur als Beispiel, ja, das sind alle anderen Motor auch, die da irgendwas für die Community bereitstellen, dann ist es schon legitim, dass ich da irgendwas dafür verlange, nur dazu, wenn ich einen Einsatz dafür habe und wirklich was kaufen muss, eben wie irgendein Hardware-Gespiel. Also das ist für meinen Geschmack komplett legitim und mit dem kleinen Beitrag, den der Max da dafür verlangt, für diesen Sound, du hast dann die ganzen Updates frei etc. und so weiter. Du bist, wenn du auf seinem Discord bist und ihm die Rechnung schickst, den Beleg schickst, kriegst sogar eine eigene Rolle für eine Open Dev, damit du irgendwas anpassen kannst. Weißt du zum Beispiel, so wie ich es gemacht habe, ich nehme ein, vom Umbelis. Ich habe den Main Sound natürlich bei ihm gekauft, ist eh ganz klar. Über Gamrot habe ihm dann das Ganze über ein Ticketsystem praktisch zukommen lassen. Ich brauche OpenDev, die habe ich bekommen, habe mir das umgeschrieben, sodass der Umbelis Main mit diesem Main Sound kompatibel ist, damit das funktioniert. Super Sache, da gibt es überhaupt nichts, also die sind da total auf Zack und finde ich gut, finde ich wirklich gut und das unterstütze ich natürlich auch. So, die Gegend in Montana hat mir auch schon besser gefallen, muss ich jetzt fairerweise gestehen, aber so ist es halt, so schaut es halt wirklich aus. Mal schauen, 23 Minuten. Okay. Schauen wir ganz kurz auf die Karten. Na, ein Stück müssen wir schon noch fahren. Wir fahren jetzt auf alle Fälle noch mindestens bis zu dieser Tanke. Da könnten wir eine Pause machen oder bis zu der. Das weg. So, der müssen wir fahren. Okay, here we go. Go straight on. Beim nächsten Video geht es dann eben dort logischerweise wieder weiter. Ihr kennt die ganze Thematik und das Gespür. So.
Naja, da die Postkästen lässig. Ganz lässig. Gefällt mir gut. Da mit einem schönen Fluss wieder. Das ist schon gut gemacht. Und den haben sie wieder fesch gebracht. Aha, da haben wir ein paar. Ist zu dieser Zeit gar nicht so optimal, hätte ich jetzt einmal gesagt. Wir haben Freitag 13 Uhr. Na gut. Office Space is available, okay. Wir sind auf alle Fälle mal in Billings. Ah, lässiger alter Truck. Cool. Fällt mir auch gut sowas. Da haben wir grün, da haben wir noch grün. Augen zu, wir haben grün. Jawohl. Unmöglich stehen bleiben können. Keine Chance. Überhaupt keine Chance. Dahinter haben wir einen Riesenrall. Wie lässig. Plaster 1-1. Meine Güte. Die Verrückten. Die Verrückten, ja. Kündigen einfach den Vertrag mit Thomas. Jetzt muss ich aber aufpassen. Da vorne fahren wir nämlich links. Ich glaube, da müssen wir auf alle Fälle rüber. Wieso fahren wir denn mit der zweiten? So, einmal left. Left geturnt. Fresh fruit. Alter, du schaust auch nicht mehr frisch aus. Sensationell die Wolkenbildung da hinten. Beim Thomas Hull beim letzten Video ist mir das so aufgefallen, was für eine dunkle Wolkenwand er da praktisch vor sich gehabt hat. Das war super genial. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, dass das vielleicht sogar, haben wir wieder die gleiche Situation. Thomas, kommt das von Wettermod oder was hast du da gemacht? Das würde mich interessieren. Thank you.
So, turn left. Da fahren wir aber gleich jetzt nach links, oder? Ja, ich glaube. So, da kommen wir mal auf den Freeway. Exit right. Aber ohne weiteres machen. Einmal rechts abbiegen. So, wie spät haben wir es denn? Es ist jetzt 15 Uhr. Ich muss jetzt an der Volefelde mal für kleine Königsliga. Es ist fix. Da vorne kommt eh die Tankstelle, also der Rastplatz, von dem ich zuerst schon gesprochen habe. Das passt gut. Und da werden wir uns einen schönen Kaffee gönnen und ein Päuschen machen. Und beim nächsten Video werden wir dann dort aufsetzen und genau zur gleichen Zeit, am gleichen Ort und so weiter, alles drum und dran wegstarten. Einfach aber mit einem neuen Video. Aber gleiche Tour, gleiche Situation, alles drum und dran. So. Turn right. Da gibt's Pizza. Alter Schwede. Pizza hat es eh schon lange nicht mehr gegeben. Zumindest in-game. Tanken brauchen wir auch nicht. Was kann ich mir da irgendwo hinstellen? Beim Pizzamenschen wahrscheinlich schwierig. Wir fahren da auf die freie Fläche da beim. Geht's da seitlich irgendwo? Na. Stellen wir uns da hinten hin. Ich muss ja raus auch wieder irgendwie kommen. Ja gut, da bleiben wir da so stehen. Das passt schon. Das schaffen wir schon. So bleiben wir stehen. Da wird schon keiner was sagen. So, Freunde. Abgestellt ist. Bremse, alles gut, Licht ist aus, passt. Ich sage danke fürs Dabeisein, ich hoffe es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche es mir, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin alles Gute. Nicht vergessen, Like da lassen, kommentieren, abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, euer Hermi.